Und damit, ja, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum süßesten Spiel 2022 zu Stray. Beim letzten Mal hat es ja sehr dramatisch mit einer Verfolgungsjagd geendet und heute sind wir hier und sollen miauen. Wir haben scheinbar Marktkräfte, genau, wir sind durch eines der Fenster reingekommen. Weil wir wurden von irgendwelchen komischen Zeckenviechern verfolgt. Keine Ahnung, ich will auch gar nicht so genau wissen, was das war. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Ah, ich mag dieses Geräusch immer noch. Warte, können wir hinten was verpassen? Eigentlich? Vielleicht ist der Jump ja auch so einfach. Kommt ihr da hoch? Nein? Ich dachte vielleicht, dass wir auf dieses Dach kommen. Von dem Dach kommen wir einfach herüber. Scheinbar nicht. Ist auch diese komische, ich nenne sie mal vorsichtig, Fantasie-Schiff. Keine Ahnung, darf ich das so sagen? Wahrscheinlich ist das irgend so eine inspirierte Schrift. Muss ich lang? Der Sprung ist doch safe, nicht? Ach du meine. Ach du meine Güte. Ihr merkt sicherlich, ich habe meine Facecam dunkler gemacht, weil ich habe gesehen, die war einfach so hell, dass ich aus dem Spiel herausgestochen bin. Und das will ich natürlich. Okay. Sind wir hier durch? Können wir was machen? Ah, wir können das umwerfen. Aha. Ich will den Topf runterwerfen. Richtig? Ist sonst nichts mehr? Okay. Dann wird hier rüber gejumpt. Ach du meine Güte. Schnell weg hier. Ja? Schnell rüber. Zack. Ja, wir haben ja auch noch diesen Zoom-Effekt. Wie krass. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon des Todes. Basketball, wir sollen hier hoch. Ah. Zack. In ein Bad. Mit blauer Optik, was irgendwie passt, aber es sieht auch unrealistisch aus irgendwie. Creepy. Es macht mir irgendwie Angst, es gibt mir ein unangenehmes Gefühl, aber es sieht trotzdem richtig strong aus. Ja, nach links. How do you get up there? Wall jumps. Komm schon. Wait. Oma, als ob das machbar ist. Niemals. Nein, ist es auch nicht. Hä? Ich bin jetzt schon maximal überfordert. Können wir das rollen? Aber natürlich können wir. Warum sollten wir das denn nicht rollen können? Jetzt kommen wir auch hier hoch. Wundervoll und... Auf den Stahlträger? Ui, da haben wir die Kamera gehittet, glaube ich. Oder die hat uns einfach nur verfolgt. Gibt's denn hier noch? Hier so ein schöner Tisch, da kann man sich doch mal hinsetzen. Foto machen, wundervoll. Ey, dieses Spiel sieht so schön aus. Also grafisch. Klar, dass das hier alles zugemüllt ist, ist so eine Sache. Aber grafisch ist das ein Meisterwerk. Ist die... Die funktioniert auch noch von hier. Wie krass. Oh, nee. Nee, bitte nicht. Oh, das ist immer ganz ungut. Aber alles gut. Alles ist gut. Wir kommen hier nicht weiter. Das Schild, ja. Da wird rüber gejumpt. Und hier hoch. Aha. Bisschen hier das Ganze outsmartet. Apropos outsmartet, wie komme ich hier weiter? Aha. Zack. Zack. Und weg damit. Yeah. Long Jump. Ach, wie cool. Was hier? Können wir nichts machen? Schade. Das Spiel ist sehr linear aufgebaut tatsächlich. Finde ich cool. Aber
Ich glaube, so ein Spiel ist eher gemacht als für eine Open World, hätte ich gesagt. Aber alles gut, alles gut. Ich bin positiv überrascht. Ich dachte nämlich eher, dass das so ein Indie-Game wird, aber das könnte auch schon ein Purple A-Titel sein. Also anstatt mit 3 halt. Ja, es war unlogisch. Wir machen einfach weiter. Manchmal buggt Katze, der wir immer noch keinen Namen gegeben haben, ein bisschen rum. Aber das ist nicht so schlimm, glaube ich. Wir kommen hier echt gut durch. Zack, zack, ab. So und da hoch. Wundervoll. Ja, und hier runter. Wir entdecken sehr viel, aber irgendwie passiert auch nichts. Bin ich der Einzige, der so das Gefühl hat, dass das so irgendwie... War das? Es passiert nichts. Komische Geräusche. Ich habe Angst. Hier können wir hoch. Oh mein Gott, schnell weg hier. Nee, in die andere Richtung eigentlich. Miau. Wir können ja miauen. Weil das ziemlich kratzig klingt mittlerweile. Hier weiter. Ach, hier. Nee, das sieht so wunderschön aus. Hör doch auf. Wir brauchen wieder so eine Dose oder irgendwas. Nee, das wollte ich nicht. Ah, nee, wir haben einfach die Batterie direkt rausgezogen. Kann man natürlich auch machen. Das mitnehmen. Ja, das kann man vielleicht noch. Die Wohnung. Nee, wir haben es verloren. Okay. Ist schon in Kapitel 3. Krass, das geht schnell. Die Musik. Dieses Geräusch. Wundervoll. Ist wieder ein Teppich. Ach ja, wunderschön. Da sind Sachen. Hier ist Musik. Ich sag, wie es ist. Ist entspannt. Brauche Hilfe. Ja. Körper für Download erforderlich. Durch Tür gehen, einschalten und was? Die Tastatur funktioniert wirklich. Die Tastatur funktioniert wirklich, wenn wir stehen bleiben auf den Buchstaben. Krass. Ja, und wie komme ich da durch? Das ist eine Frage, die ich mir jetzt stellen muss. Also. Das ist so gewollt. Das ist die Wischmob-Optik. Tür gehen. Einschalten, Körper finden. Ja, wie komme ich denn durch die Tür? Durch die hier? Ja, ich bin ein bisschen lost. Erstmal nichts. Aha. Jetzt hier einsetzen. Hier verbunden. Oh, brauchen wir für alle eins? Da oben? Wie komme ich? Also. Das take ich doch gerne mit. Setz das hier ein. Jetzt kommen wir hier hoch. Zack. Da haben wir die nächste. Setzen auch diese ein. Was machen? Wir brauchen noch eine vierte. Und die befindet sich hier.
Ja? Ah ja, hier. Kommen wir von hier oben runter? Ja, da vibriert der Controller. Ah! Ey, das ist so detailreich gemacht, dieses Spiel. Ist echt gut. Sag ich, habe ich auch schon im ersten Part gesagt. Das ist normal, das habe ich auch da rechts. Bisschen so, bisschen Batterien einstöpseln, Knöpfchen drücken und eine Tür geht auf. Gar nicht so genau wissen, was hier los ist. HMP irgendwas. Ja. Ich weiß zwar noch nicht so ganz, was passiert. Was soll ich? Hartung, was hat mir... Da war was drinne. Das muss ich dem Kollegen geben. Das muss ich irgendwo einsetzen. Was ist denn das? Ich find's gut, dass das... Hier ist doch Leuchtung. Das ist so ein Baby-Mini-Kopf. Ja, aber... Geht's doch nicht weiter für mich? Muss ich hier vielleicht wieder zurück? Ah, ja, muss ich. Okay. Und dann hier einsetzen. Und was passiert? B12, der kleine Roboter und seine Freunde. Es hat funktioniert, ich bin frei, vielen Dank. Ich konnte den Kameras einfach nicht glauben. Eine Katze in Totenstadt? Ich kann mich nicht an meinen Namen erinnern. Es scheint, als ob mein Erinnerungsspeicher korrumpiert ist. Du hast ein dickes, fettes B12 vorne auf deinem Kopf. Ich nenne dich so. Ich bin schon so lange im elektronischen Netzwerk gefangen. Ich weiß, dass es für dich ein dass ich für einen Wissenschaftler gearbeitet habe. Der hat hier gelebt. Moment. Im Moment kannst du mich B12 nennen. Das steht auf jeden Fall auf meinem Gehäuse drauf. Bin Profi, wusste ich. Es ist gefährlich in Totenstadt, aber du scheinst dich gut im Griff zu haben. Lass uns von hier verschwinden. Folge mir. Okay. Dieser Schlüssel schließt die Tür auf. So viel weiß ich noch. Lass mich das für dich machen. Okay. Sehr gut. Die Batterie ist schon fast leer. Komm mal her. Komme. Den musst du hier noch umlegen. Oh mein Gott. Bin scared. Das Ding ist arg unangenehm für die Katze. Dieser Rucksack wurde wohl nicht für kleine Vierbeiner entworfen. Ja, ich hab's gemerkt. Ist das bequem für dich? Keine Sorge, du wirst dich daran gewöhnen. Ich habe den Schlüssel digitalisiert und im Rucksack verstaut. Was? Wir haben ein Inventory. Was? Versuchen. Da ist... Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist eine Festplatte. Ich sollte das eigentlich wissen. Das ist, glaube ich, eine HDD, aber ich habe halt keine HDD. Deswegen. Sorry.
Ganz einfach. Wenn dich ein Gegenstand mal neugierig macht, kannst du ihn mir zeigen. Oder auch anderen, falls wir welche treffen. Jetzt lass uns aus dieser Wohnung verschwinden. Ja, Gegenstand verwenden auf X. Ja. Brauchen wir hier eine Taschenlampe? Hier brauchen wir eine Taschenlampe. Ah, okay, ich verstehe. Verstehe, was das bezwecken soll. Da ist was. Ich glaube, das ist... Nee. 3 plus... Nee. 3748. Ich weiß nicht, ob ich mir das merken muss oder... Das muss ich hier eingeben. Ich hätte es mir merken müssen. 3748. 3748. Boah, studiert habe ich das Game jetzt schon. Beim zweiten Part. Wir sind eine Katze mit Rucksack in einer Stadt. Wow, schau dir mal diesen Ort hier an. Der Aufzug da hinten, ich glaube, der ist wichtig. Ich weiß das, wir müssen nach da oben. Ich will eigentlich nicht wissen, was da unten ist, aber... Was ist da unten denn los? Ja, wir gehen mal hier in Richtung Sonne und so. Das ist immer nice. Warte, ich erinnere mich. Die Außenwelt. Es fühlt sich an, als wäre ich schnell mal dort gewesen. Ist das der Ort, von dem du kommst? Ich habe jemandem versprochen, dass ich dorthin gehen würde. Nur wem? Diese Postkarte, das Mauerbild, wurde nach ihr gemalt. Lass sie uns mitnehmen. Ist das so eine Erinnerung? Inventory? Ich glaube schon. Warum habe ich diese Erinnerung? Woher kommen sie? Lass uns weitergehen. Ja, lass uns weitergehen und es ist eine Erinnerung. Okay. Wir müssen alle Erinnerungen finden für die 100% und ich mache die 100% nicht, deswegen interessiert mich. Wie schon häufiger gesagt, weil Leute fragen mich immer noch, warum ich Spiele nicht zu 100% spiele. Klar, es ist schön, wenn man viel entdeckt, aber ich will halt das entdecken, was ich entdecken möchte. Wenn ich möchte nicht auf Krampf irgendwie was erreichen in einem Spiel. So, fertig. Ich setze mir das Ziel, das Spiel durchzuspielen und dabei Spaß zu haben und nicht... alles zu sammeln und 10.000 Mal Stellen abzusuchen, bis ich irgendwas Bestimmtes finde. Das ist nicht mein Ziel in dem Spiel. Und jetzt sind wir hinter dem Gitter. Cool. Hier will ich schon noch nach hinten gucken. Wenn wir schon gerade davon reden, Sachen zu erkunden. So, oh, da vorne. Das ist so Kinderspielstraßengedöns. Sicherheitszone. Dankeschön. Ja, da steppen wir doch mal rein. Da sehe ich mich. Oh mein Gott. Ich muss doch die Kamera anmachen. Da bin ich wieder. Hi, was geht, Guys? Ich will nicht wissen, was das hier alles zu bedeuten hat. Wir rennen hier ganz schnell, ganz weit weg. Jumpen. Ich habe keine Ahnung, ob die uns folgen können. Die Slums. Ah, yes. Da ist so ein Roboter. Der scheint uns aber nicht so nice zu finden. Blend mich mal wieder ein. Wobei das, glaube ich, eher eine Cutscene ist. So, rennen wir mal hier lang.
Wieso rennt ihr alle weg von mir? Was ist denn los mit euch? Sie scheinen ihre eigene Sprache zu haben. Du bist ein Zurk. Wir sind mit deiner Art nicht vertraut. Du bist in unserem Dorf nicht willkommen. Du bist in unserem Dorf willkommen, solange du niemanden frisst. Oh, das hat er gesagt. Ups. Was waren das für gelbe Augen? Warum haben wir gelbe Augen gehabt? Ich weiß tatsächlich noch nicht so ganz, was ich von diesen Viechern halten soll. Aber okay. Du siehst verloren aus. Was brauchst du? Gegenstand was? Anzeigen? Gegenstand. Ein Bild von der Außenwelt. Lächerlich. Dieser Aufzug ist außer Betrieb. Jeder weiß, dass es unmöglich ist, diesen Ort zu verlassen. Naja, außer den Außenweltlern. Aber die sind alle weg, außer Momo. Aha. Du kannst versuchen, mit ihm zu reden. Aber er hat es aufgegeben, hier rauszukommen. Das ist auch besser so. Er wohnt hoch oben in dem Gebäude. Mit dem orangefarbenen Neonschild. Ja. Da würde ich doch sagen, steppen wir direkt mal hin. Zögere nicht, mich jederzeit zu rufen. Ich bin hier, um zu helfen. Der Wächter hat uns gesagt, wir sollen mit Momo oben in dem großen Gebäude mit dem orangefarbenen Neonschild sprechen. Er ist die einzige Spur, die wir haben, um hier herauszukommen. Okay. Na dann. Ich kann meine Taschenlampe hier. Cool. Ist es doch Open World? Es ist doch Open World. Oh mein Gott, es ist Open World. Krass. Hallo. Miau. Cool. Der Roboter scheint uns zu mögen. Mit dem talken wir jetzt mal. Einen wunderschönen guten Hallo. Hallo, ich bin Musiker. Ich habe aber keine Songs. Ein blauer Himmel. Ha! Darüber werde ich eines Tages ein Lied schreiben. Okay, wir haben Quests. Sehe ich das richtig? Wir müssen Songs finden für ihn. Wie nennt man denn Songs? Übersetzen. Der Zugang zu Kanalisation ist aufgrund der Verbreitung verzögert verboten. Bleiben Sie in Sicherheit und verlassen Sie nicht die Sicherheitszone. Okay. Was? Geheimnisvolles Passwort des Saves. Was hast du dazu zu sagen? Da steht, folgt den Zahlen geschrieben. Aber es sieht aus wie eine binäre Sprache, eine Abfolge von Nullen und Einsen. Wir müssen diesen Code auf irgendeine Art und Weise entschlüsseln. Wahrscheinlich hat er etwas mit dem Safe zu tun. Binärcode war mal eine Sache? Feierbar. Die Steuerung ist voll weird. Ey, wie cool, die Steuerung ist anders. Weil wir ja nicht wissen, wie wir langlaufen. Hey, wie cool!
Ich liebe das. Okay. Ich würde sagen, wir steppen mal hier lang. Hier sieht sus aus. Hier ist aber auch nichts. Hier machen wir die ganzen Nebenquests. Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Hallo. Ich kümmere mich um die Pflanzen. Die Menschen haben sich enorm verbessert. Jetzt brauchen sie nur noch ein wenig Licht. Ich gebe nur ein wenig Wasser, damit ich schaue, wie groß sie werden. Es ist wirklich eine erstaunliche Technologie. Ja, okay, die wollen ziemlich viel Stuff haben, die Leute hier. Wo müssen wir hin? Da oben war das Neon-Schild. Ja, okay. Komm, dann lass uns doch mal in die Richtung da steppen. Ey, dieses Spiel ist wahrscheinlich so riesig. Wir haben keine Map, das finde ich schlecht. All die verquerten Sachen passieren immer dir, Kumpel. Ich traue mich nicht, unser Dorf zu verlassen. Es ist zu gefährlich. Außerdem ist der Wächter der Einzige, der diese Tür öffnen kann. Ja, er mag uns doch. Ja. Kann man auch noch was gucken? Wo geht's denn hier lang? Tauschhändler, Super, Spirit-Wäscherei, Omas Kleidung und Elliot. Programmierung? Da lang? Okay, wir gehen zu Elliot Programmierung. Der kann uns doch diesen Code übersetzen, nicht? Das Oma? Sieht nicht aus, als könntet ihr programmieren. Wo ist denn der Programmierer? Nee, da will ich nicht lang. Das sieht aus. Bist du Programmierer? Wenn also heute das Morgen von gestern ist, wird das Morgen das Heute von gestern sein? Oder? Die Zeit ist schon seltsam. Wir altern nicht wie unsere Vorfahren. Die Weichen. Wir sind hier gefangen. Für immer. Kannst du? Das ist ein sehr alter Binärcode, den du hier hast. Nur ein echter Technikerfahrener kann das. Okay. Ich suche jemanden, der den Südeingang der Sicherheitszone überwachen kann. Die Entlohnung beträgt 2 Pins. Rüberöl pro Tag. Ah, yes. Doch, hier muss irgendwo noch so ein Programmierer sein. Oder war das doch der? RIP Humans. Da können wir eine Erinnerung von machen. Okay. Ruht in Frieden, ihr Menschen. Herzchen. Die Menschen waren die ersten Bewohner hier. Jetzt scheinen sie alle tot zu sein. Was glaubst du, wie es ist, tot zu sein? Ich weiß, es klingt albern, wenn ich das sage. Aber sind sie wirklich im Frieden? Werde ich im Frieden sein, wenn ich sterbe? Ich weiß nicht, wie sich der Tod für eine KI anfühlt. Tut mir leid, ich wollte die Stimmung nicht so verderben. Lass uns weitermachen. Oh, wir haben ziemlich viel verpasst. Cowboy? Will nicht mit jedem reden. Ich will mal so ein bisschen so Story weitermachen. Den können wir uns auch theoretisch unterhalten. Wie kommen wir denn nach da oben? Hier hoch. Das ist doch mal ein guter Start, nicht? Scheinbar nicht. Ich glaube, das ist, hat sehr viel. Aber hier kommen wir doch hoch. Ja, das sehe ich. Wonderful. Ja? Oh mein Gott. Machst du? Ich kann erstmal Y machen. Oh. Ah, das war nicht so schlau. Ich glaube, wir sollten uns nach Möglichkeit keine Feinde machen. Ups. Everything? Okay. Kannst du mich darüber feuern? Stupid Frage, aber vielleicht macht er das ja. Das ist kein Jump. Oh, aber der da oben ist ein Jump. Zack, wir machen so und so. Das sieht so krass von hier oben aus. Wow. Strong. 10 out of 10.
Da, guck mal, da bin ich wieder. Oh nein, nicht schon wieder. Oh, das scheint ihnen also häufiger zu passieren. Okay, wir waren gar nicht schuld, Leute. Das war eine optische Illusion. Geht es für mich hier weit? Looks like hier, aber... Ah, doch. Hier ist ein Eimer, der uns nach unten bringt, wo ich aber nicht hin möchte. Möchte ich denn stattdessen... Glaub nach hier. Wo ist denn das orangene Schild? Da hinten, oder? Zerplatzen am Boden? Ernsthaft? Nö. Despawn. Da kommen wir rein, wenn wir was hätten. Kann ich so einen Topf nehmen? Nee, kann ich nicht. Hier kann ich was nehmen. Eine Batterie. Ah ja. Geht es hier weiter? Oh, übersetzen können wir hier noch. Ja, was steht denn hier? Belüftung, Stromversorgung. Das alles? Krass. Ist das ein echter Stromplan? Kommt der Profi, der hier analysieren muss. Ja, das ist ein echter Stromplan. Krass. Ja. Bin ja an der Schule für Elektrik und dann... Egal, machen wir weiter. Oh, hier laggt es ein bisschen. Aber das ist ein sehr schönes Haus. Und bei so einem schönen Haus, da möchte ich doch sagen, hier auf der Couch, vielen Dank fürs Dabeisein heute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Like da und abonniert den Channel, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Ich wünsche euch noch was. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.